Adesso. An der Grenze zur Ukraine setzt Russland seine Einschüchterung fort, zeigen die Truppen ihre Feuerkraft. Und in der Ostukraine werfen sich Separatisten und Ukrainer gegenseitig die Verletzung des Waffenstillstands vor. Ein Kindergarten geriet unter Feuer. Die Lage im Osten scheint zu eskalieren. Russland versetzt die Welt in Schock. Bei der Großoffensive des Militärs auf die Ukraine, wie hier bei Tschugujew im Osten des Landes, marschieren Bodentruppen aus mehreren Richtungen in das Land ein. Abflug nach Rumänien. Die Bundeswehr hat am Donnerstag 3 weitere Kampfflugzeuge nach Rumänien verlegt. Dort sollen sie im Rahmen der NATO an der Luftraumüberwachung an der Ostflanke des Bündnisses teilnehmen. Auch die USA haben ihre Präsenz in Rumänien und anderen osteuropäischen NATO-Staaten verstärkt. Neben Flugzeugen sind auch weitere gepanzerte Fahrzeuge eingetroffen. Großbritannien hat weitere Kräfte ins Baltikum gebracht. Die Bundesregierung will der NATO nach einem Bericht des Spiegel mehr Kräfte für die Ostflanke des Bündnisses zur Verfügung stellen. Wir haben Gedichte über den Krieg geschrieben. Ich selbst bin Regisseurin, Pädagogin. Wir haben die Geschichte studiert. Aber wir hätten nie gedacht, dass dies in unserem Land passieren würde. In den ersten Stunden des russischen Großangriffes wurden nach Angaben Kiews mehrere Dutzend ukrainische Soldaten und mehrere Zivilisten getötet. Auch das Umland von Kiew stand unter Beschuss. Viele Menschen versuchten, aus der Hauptstadtregion zu fliehen. Die russische Armee setzte laut Moskauer Verteidigungsministerium die ukrainische Luftabwehr außer Gefecht. Die Welt rätselt nun, welche Ziele genau Russlands Präsident